Der Hafen von Tanjung Selor an der Nordostküste Borneos. Ausgangspunkt einer Flussreise ins Innere der großen Insel. Genauso wie früher ist der mächtige Kajan Verkehrsweg und Lebensader. Mit den schnellen Motorbooten ist das Reisen bequem geworden. Ein Abenteuer bleibt es dennoch. Pak Thulung war der Lehrer in einem Dorf stromaufwärts. Die Jahre sind an ihm nicht einfach nur vorbeigeeilt. Er hat die alten Zeiten und die Veränderungen dokumentiert. Die Ethnologin Hiltrud Cordes hat ihn dabei unterstützt, eine Chronik zu schreiben. Diese Welt ist auch in einem Film lebendig geblieben. 1934 hergestellt von Viktor von Plessen. Ein Spielfilm, eine Liebesgeschichte und als Einblick in das Leben zweier Dörfer ein einzigartiges Dokument der Kenya-Daya-Kultur, die schon bald ihr Gesicht verändern sollte. Bis heute, so hatte Thulung erzählt, sei bei einigen Älteren die Erinnerung an die Dreharbeiten im Urwald von Borneo lebendig. Doch was ist aus ihnen und ihren Dörfern geworden? Und was aus ihren Wäldern? Der Staat hat den Wald inzwischen in Besitz genommen und Konzessionen zum Abholzen an einflussreiche Unternehmer vergeben. Nach 5 Stunden Fahrt Wechsel der Boote. Dass sie früher ohne Motoren hier durchgekommen sind, ist schwer vorstellbar. Nicht nur auf dem Fluss, das wird zur Gewissheit, dürften Maschinen das Leben verändert haben. Long Leju. Nur noch das Eingangstor erinnert auf den ersten Blick an das Dorf aus dem alten Film. Die Elektrizität hat vieles verändert, aber nicht abgeschafft. Nicht den Bau von eigenen Booten, nicht den von Särgen. Long Leju trauert um eine letzte Nacht Verstorbene. Doch man freut sich über die Gäste. Auch im anderen Dorf, in Pelben. An einer Schnitzerei aus alten Zeiten die Stromleitung. Kein Langhaus mehr, in dem alle unter einem Dach wohnten. Im Haus des Bürgermeisters von Pelben. In der Mitte ein Nassbereich mit Wasservorräten zum Spülen und Waschen. Bei allen Häusern des 120-Seelendorfs erinnert nur noch der Grundriss an die Familienräume im alten Langhaus, das schon in den 30er Jahren einem Brandstifter zum Opfer fiel. Im überdachten Teil der Küche der Essplatz. Nur wenige Schritte sind es zum Fluss, der das Leben nach wie vor bestimmt. Wie man mit dem Kajan vor 60 Jahren fertig wurde, das können so manche einfach nicht fassen. Keiner hätte mehr diese Kraft- und Rudertechnik. Ob in Long Leju oder Pelben, auf dem alten Zelluloid sucht man vor allem Verwandte. Manche hoffen, sich selbst zu entdecken. Neben der Bewunderung kommt die Schadenfreude nicht zu kurz. Vieles ist anders geworden. Doch eins
hat ihre Welt entscheidend aus den Angeln gehoben. Beide Dörfer sind seit Jahrzehnten christianisiert. Von Schamanen und tagelangen Zeremonien ist nichts geblieben. Und Entscheidungen werden auch nicht mehr vom Vogelflug abhängig gemacht. Die Geister der Ahnen müssen nicht mehr durch aufwendige Rituale günstig gestimmt werden. Mit der alten Kultur verschwanden aber auch viele Ängste. Nicht zuletzt die, seinen Kopf zu verlieren, weil es gerade dem höheren Wohl eines anderen Dorfes dienen sollte. Nur andeutungsweise ist zu hören, dass das Austreiben der alten, bösen Geister nicht ganz reibungslos vonstatten ging. Fünf Jahre alt war Bungan Ipui, als damals gedreht wurde. Schwere Ringe haben ihre Ohrläppchen gedehnt. Wer in die von den Kolonialherren eingerichteten Schulen gehen wollte, musste sie abschneiden lassen. Die neuen Zeiten, so meint sie, brachten viel Gutes. Zucker und Salz vor allem. Mit solchen Tätowierungen machten die Missionare Schluss. Nur vage ist dem Enkel bekannt, dass seine Großmutter die letzte Adelige im Dorf ist, die die aufwendigen Hautzeichen ihrer sozialen Schicht trägt. Dass für sie der Hornvogel früher als König der Vögel und gutes Omen galt und viele Kinder seinen Namen trugen, auch das hat sie ihm erzählt. Damals gaben Vögel wichtige Signale, beendeten und stifteten Kriege, legten den Zeitpunkt für Aussaat und Ernte fest. Das Leben orientierte sich an Zeichen und Vorzeichen. Sampek, die Lauten der Dayak, dürfen inzwischen wieder gespielt werden. Das war nicht immer und überall so. Ein paar Takte schon hätten zu alten Tänzen und unkontrollierbaren Handlungen animieren können. Zumindest in den Augen von Kolonialherren und Missionaren. Das Leben am Kayan nimmt, nach außen hin zumindest, in vielem seinen alten Lauf. Fisch und Reis, Gemüse und Früchte sichern die Ernährung. Doch für moderne Errungenschaften wie Motoren, Treibstoff und Fernseher brauchen die Dayak Geld. Auch das Schulgeld für die Kinder und die Gesundheitsversorgung müssen finanziert werden. Mit einer Kostbarkeit, die der Wald bereithält. Seit etwa 30 Jahren wird intensiv nach Gaharu, dem sogenannten Adlerholz, gehackt. Das Kernholz der Aquilaria-Bäume hat es vor allem asiatischen Heilern sowie Duftfreunden in aller Welt angetan. Inzwischen wird das mit einem Edelpilz infizierte Gaharu mit Gold aufgewogen. Bald schon könnte es diese Baumart nicht mehr geben. Der Stamm darf stehen bleiben. Er lohnt noch nicht. Ein Stück Gaharu soll dafür sorgen, dass an der Wundstelle mit der Zeit mehr von dem wertvollen Material heranwächst. Vor der Geldwirtschaft stand der Tauschhandel. Regelmäßig fuhren die Dayak stromaufwärts, um die Waldlager der Punan aufzusuchen. Vor ihnen, den wahren Meistern des Blasrohrs, war kein prachtvoller Vogel, kein Affe sicher. Ein gesunder Wald ernährte das Wildbeutervolk. Schmuck gegen Federn, Messer gegen Reißzähne. Die Kopfjäger und die Giftschützen arrangierten sich weitgehend. Doch mit der Zerstörung des Waldes geriet auch die traditionelle Lebensform der Punan in Bedrängnis. Am Rand von Long Leju, dem Dayak-Dorf, sollen jetzt auch die Punan sesshaft werden. Statt frei im Regenwald umherzustreifen,
sollen sie es jetzt als Gärtner versuchen. Die neue Heimat? Die Punan lebten von Tieren und Wildpflanzen, ohne ihren Lebensraum auszuplündern. Seitdem es andere ringsherum tun, droht ihnen zunehmend die Verelendung. Doch die Brandrodungen und der Wanderfeldbau der Dayak sind den Punan fremd. Trotzdem möchte der Staat, dass sie es als Bauern versuchen. Weiter oben könnten sie sich um einen Bananenhain kümmern. Wenn man sie so reden hört, klingt es, als wollten sie gerne an die Idee von der Umkehrung ihrer Lebensweise glauben. Ob sie wissen, dass ihnen der Wald gestohlen wird, von Interessenten, die ihn selber nicht als Lebensgrundlage bräuchten? Nicht jeder Punan erträgt solch eine Siedlung. 3 von 9 Familien gingen inzwischen zurück in den Wald. Und was der ihnen bedeutet, spürt man beim Aufbruch zur Jagd. Jetzt zielen ihre Blasrohre aber immer häufiger auf Bären, der Galle und der Kralle wegen. Auf Primaten, der Bezoa-Steine aus dem Verdauungstrakt wegen. Auftraggeber jeweils die traditionelle chinesische Medizin. Und die bringt gutes Geld. Schlechte Karten haben auch die Dayak von Longlechu und von Pelben. Die Pläne sind schon gestempelt. Vier Großkonzessionäre haben sich nahezu alle Rechte für den Holzeinschlag gesichert. Für den Bürgermeister von Longlechu ist die Sache klar. Der Wald ist unsere Lebensgrundlage. Der Wald. Und nicht ein bisschen Restgrün wie auf den Plänen, erklärt er seinem Besuch aus dem Land, aus dem vor über 60 Jahren schon einmal Leute mit der Filmkamera gekommen waren. Als Viktor von Plessen die Kultur der Kenya-Dayak filmte, wurde er noch Zeuge von Ritualen, die einst auch zur Verfügung standen, um Bedrohungen die Stirn zu bieten. Aus dem Maskentanz, dem Kriegstanz und den großen Festen schöpften die Dayak die Kraft, sich gegen das Vermeidbare zu wehren. Oder auch das Unvermeidbare zu ertragen, wie den Verlust eines geliebten Menschen.